Wir kommen nun zum letzten Projekt des heutigen Abends. Und es ist ein versöhnliches Projekt. Wir haben nämlich heute schon einen Vortrag gehabt, wo es geheißen hat, der Gehörsinn wird total unterbewertet, er ist aber der wichtigste Sinn. Dasselbe haben wir aber auch vom Sehsinn gehört in einem anderen Projekt. Und das letzte Projekt versucht, beide Sinne gemeinsam anzusprechen. Es geht um das Projekt von Stefan Lech-Leitner und Matthias Schweighofer, die unter dem Namen Farbenfratzen Visual Arts machen. Und jetzt erzählen Sie uns, wie Sie beide Sinne ansprechen. Ja gut, das kann losgehen. Also was sind denn Visuals eigentlich? Visuals sind im Prinzip ist eine Kunstform, die sich der Projektion als Medium der künstlerischen Aussage bedient. Wir mit unserem Projekt Farbenfratzen versuchen akustische Signale in Bilder umzuwandeln, einerseits. Andererseits stellt in unserer Arbeit die Projektionsfläche eine wesentliche Rolle dar. Das bedeutet, dass wir bei jedem Projekt versuchen, eine neue Installation zu entwickeln, in der sich das Videomaterial bzw. der Content widerspiegelt. Ja, also die Bezeichnung Visualist beschreibt eigentlich unsere Tätigkeit viel besser als wie der klassische Begriff VJ. Denn ein Visualist beschäftigt sich mit den modernen Arten und Weisen der Videokunst, sprich mit Echtzeitvisualisierung und generativer Gestaltung. Die Künstler in diesem Bereich kommen hauptsächlich aus dem Bereich Video, Fotografie, Grafikdesign oder Multimedia-Art und probieren so durch ihr Schaffen eine neue Identität als Visualist zu definieren. Der Visualist hat sehr viele Tätigkeitsfelder, die von Event-Inszenierung über künstlerische Museumsausstellung bis hin zu experimentellen Projekten reichen. Ja, woher kommt die Visual Art oder die Videokunst eigentlich? Diese Begriffe sollte ich genauer gesagt differenzieren. Die Videokunst kommt oder entwickelte sich in den 60er Jahren in Deutschland und Amerika. Erste Experimente der Visual Art gab es jedoch schon in den 30er Jahren, wie zum Beispiel von Oskar Fischinger in Deutschland. Er versuchte damals mit Hilfe der Stop-Motion-Technik einen Film zu entwickeln, der perfekt auf Akustik abgestimmt war und damals eine Vorreiterrolle einnahm. Ja, die wichtigste Komponente in unserer Arbeit ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen Visuellem und Auditativen. Dabei gilt das Visuelle eigentlich als künstlerischer Zusatz. Es gibt das analoge und das digitale Format, wie wir es heute schon gesehen haben, der Visualizer. Dort hat man eben die Möglichkeit, durch Zeichnereien, durch Wassermalereien analogen Content zu erstellen. Hier sehen wir eine Fassadenprojektion vom Freakwave Festival 2011 von Neon Golden, also es ist keine Arbeit von uns, wo dort eben das Festspielhaus in Bregenz in Szene gesetzt haben. Und generell zum Freakwave Festival ist noch zu sagen, es bietet für Künstler speziell in Vorarlberg eine Plattform. Welche Materialien verwenden wir für unsere Installation? Also unsere Installation sind uns einfach wichtig, um den Content in einer Dimension dreidimensional zu projizieren. Wir verwenden einerseits Architekturkarton, wir haben schon LKW-Plan verwendet, Leinenbahnen. In letzter Zeit ist Styropor zu unserem besten Freund geworden, deshalb, weil wir es geschafft haben, eine Konstruktion zu entwickeln, die ohne Gerüst auskommt, die in sich steht und einfach keine Fassade mehr braucht. Hier sehen wir eine Installation vom letzten Jahr, bei der Mapping eine wesentliche Rolle gespielt hat. Mapping bezeichnet eigentlich nur die Skalierung der Projektionsfläche. Dabei legen wir Punkte fest, auf die unser Material projiziert wird. Ja, genau. Und gerade in diesem Bereich vom Mapping ist der Raum nimmt der Raum eine sehr wesentliche und zentrale Rolle ein. Denn der Raum bildet zusammen mit der Installation und der Projektion eigentlich die künstlerische Einheit. Und abgesehen, auch wenn es nicht um Installationen geht, der Raum bringt auch Hürden, technische Hürden, methodische Hürden mit sich. Im VJ-Bereich und in der Visualisierung spricht man vom Content.
Der Content ist eigentlich nichts weiter als wie die Rohmaterialien, die verwendet werden, um eine Show aufzubereiten. Es geht darum eigentlich zum Beispiel Illustrationen in Form von Bild- oder Vektordateien, so wie wir es hier auf diesem Bild sehen, das Capturing mit einer normalen Videokamera oder einfach geometrische Formen, die durch Echtzeitvisualisierungen verändert werden können. Für die Visuals gibt es natürlich auch spezielle Software. Eine davon ist, die wir auch verwenden, die heißt Module 8. Module 8, wie der Name schon sagt, besteht aus einzelnen Modulen. Hier sehen wir die Oberfläche davon. Diese Module können individuell dazugeschalten werden. Es gibt unendlich oder unzählige davon. Die bieten auch unzählige Möglichkeiten, live auf die Show einzuwirken, auf das Material einzuwirken. Und ja, man hat Möglichkeiten, wie die Formen zu skalieren, Größen zu verändern, Bewegungsabläufe, Farben zu verändern. Ja, die Hauptaufgabe eines Visualisten ist eigentlich der Auftritt vor Ort, die Echtzeitvisualisierung ist ein Teil davon. Es gibt auch noch die vorgefertigte Show und eine Mischung daraus. Und Echtzeitvisuals ist die Veränderung von Formen. Zum Beispiel aus einem Rechteck wird fließend ein Dreieck. Apropos Dreieck, hier sehen wir eine Installation zusammen mit Kompal 2011 im Konradsturm. Das Spezielle dabei ist der Kompalisator, den wir hier in der Mitte hängen sehen. Der Kompalisator ist ein lichtgesteuerter Soundgenerator, mit dem wir auch Sound generiert haben durch unsere Visuals. Hier sehen wir eine Installation vom letzten Jahr, bei dem wir den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben. Wir haben dabei 30 unserer Freunde gebeten, uns ihr Gesicht bzw. ihre Mimik zu leihen und haben sie auf diese Bahn projiziert. Hier sehen wir eine Installation von diesem Jahr im Festspielhaus in Bregenz beim Flow-Kongress, der Kongress für Architektur, Design und Kommunikation. Das war die Abschlussveranstaltung, bei der wir eine Pyramide aufgebaut haben, von der wir von einem amerikanischen Künstler des Minimalismus namens Zoe Levitt inspiriert wurden. Ja, also die österreichische Szene hat im VJ-Bereich eigentlich eine Vorreiterstellung. Und gerade Wien gilt als Hochburg der VJ-Szene. Und wenn man über Visuals in Österreich redet, redet man auch über das Soundframe Festival, das seit 2007 eine Plattform bietet für audiovisuelle Ausdrucksformen. Das Festival in Wien ist sicherlich ein Besuch wert. Gut, ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus